Kuss, der schmeckt nach Meer. Und darum lieben ihn die Mädchen auch so sehr. Jeder Seemannskuss, der schmeckt nach Salz. Doch sowas stört die Seemannsliebe keinesfalls. Doch sowas stört die Seemannsliebe keinesfalls. Ja, ja, das Küssen, das ist international und sehr beliebt in allen Ländern. Man küsst sich heiß und innig, manchmal auch brutal. Ja, so ein Kuss, der kann die ganze Welt verändern. Es küssen Eskimos, Japaner und Chinesen. Nur mit den Nesen, nur mit den Nesen. Doch einen Seemann küsst man mitten auf den Mund. Und dafür gibt es einen ganz besonderen Grund. So ein Seemannskuss, der schmeckt nach Meer. Und darum lieben ihn die Mädchen auch so sehr. Jeder Seemannskuss, der schmeckt nach Salz. Doch sowas stört die Seemannsliebe keinesfalls. Doch sowas stört die Seemannsliebe keinesfalls.